Was Sie hier sehen, ist der Schaltplan der Big Coffee Machine, eines Minimalcomputers, den ich in dieser Videoreihe bauen möchte mit Ihnen zusammen. Und hier sehen Sie sozusagen die erste Entwicklungsstufe. Wir werden noch ganz viel weiter bauen müssen. Und wenn Sie sich anschauen wollen, wie wir darauf gekommen sind, es so zu bauen, dann müssen Sie sich das andere Video anschauen, das erste Video aus der Reihe, wo wir die Maschine bauen. Und das verlinke ich unten in der Beschreibung. Nochmal kurz zur Wiederholung. Wir haben hier den Programm-Memory, in dem das Programm gespeichert ist. Hier ein Data-Memory, in dem sind die Daten gespeichert, die wir verarbeiten wollen. Auf der Seite wird also das Programm abgearbeitet und alle Steuersignale aus dem Programm herausgeholt, die dann dazu verwendet werden, um auf dieser Seite dann die Daten zu verarbeiten und die entsprechenden Aktionen auszuführen, dass die Daten eben verarbeitet und verändert werden können. Im Programmspeicher steht also das Programm und dieser Programmcounter, dieses Register hier, zeigt auf die aktuelle Position innerhalb des Programmspeichers, an der wir gerade sind. Also die aktuelle Instruktion, die wir gerade ausführen wollen. Ja, die wird dann hier eingegeben an die Adresse, an den Adresseingang des Programmmemories und dann kommt hier die entsprechenden Daten heraus, die entsprechende Programmzeile, die Instruktion, die gerade abgearbeitet werden würden. Die besteht aus zwei Teilen, nämlich zum einen hier aus der Operation, also in diesem Fall 6 Bits, hier sind sie nochmal aufgezeichnet, das sind nämlich diese ganzen roten Eingänge hier, also zum einen diese 3 Schreibeingänge für die beiden Register, die wir in der Maschine haben und für das Data Memory und außerdem noch 3 Bits jetzt für die Steuerung der ALU. Und die sagen sozusagen, was jetzt passieren soll. Und zusätzlich haben wir aber hier noch diesen blauen Ausgang, da sind weitere N-Bits, da steht eine konstante Zahl drin, die wir dann hier geführt haben in den Adresseingang des Datenmemories. Das heißt, damit wählen wir aus, welche Zelle wir im Data Memory jetzt verarbeiten wollen. Ja, und dann passiert hier eben, je nachdem wie hier die Steuersignale sind, passieren hier unterschiedliche Dinge. Dann wird entweder das X geladen mit einem Wert aus dem Data Memory oder es wird in der ALU eine Rechnung vollführt und das Ergebnis in X gespeichert oder was auch möglich ist, dass wir schreiben in das Data Memory. Dann wird der Wert von dem X hier über den Data in das Data Memory hineingeschrieben. Zu dem Zweck muss natürlich hier dieses Schreibsignal auf 1 gesetzt werden. Die Instruktionen in dem Programm werden jetzt nacheinander abgearbeitet und das erreichen wir dadurch, dass wir den aktuellen Programmcounter, also die Adresse der Instruktion, die wir gerade ausführen, in jedem Schritt hier über diesen +1-Baustein, über diesen Inkrementierer um 1 erhöhen, damit dann hier im nächsten Takt der Programmcounter um 1 erhöht wird. Das heißt, dann wird die nächste Instruktion ausgeführt, die hier im Programmspeicher drin steht. Bevor wir an der Maschine weiterbauen, schauen wir uns nochmal das Programm genau an. Also hatte ich eben schon mal erwähnt, hier nochmal, damit es ganz deutlich ist. Programm ist eine Reihe von Instruktionen. Also tue das und so weiter. Eine Abfolge von Befehlen, wir nennen sie Instruktionen. Jede Instruktion besteht aus 2 Dingen, nämlich zum einen einer Operation, die hier kodiert ist in diesen 6 Bits, die ich orange angezeichnet habe. Und außerdem noch einer zusätzlichen Konstante, einem Wert C, der außerdem noch an der Instruktion dranhängt. Also insgesamt N+6 Bits sind pro Zelle im Programmspeicher abgespeichert. Und wir haben in so einem Programmspeicher natürlich nicht nur eine Zelle, in der wir speichern, sondern verschiedene Zellen. Und die sind hier, wie immer in Speichern durchnummeriert. Das ist die Adresse, also es geht los mit Adresse 0, dann 1, dann 2 und so weiter. Und das Programm wird dann genau so abgearbeitet. Also wir fangen bei 0 an, dann geht es weiter in die Zeile 1 und dann geht es weiter in die Zeile 2. Und je nachdem, welche Operationen hier stehen, werden dann eben verschiedene Effekte in der Maschine hergestellt, damit man da rechnen kann. Hier ein kleines Beispiel für so ein Programm, ein Beispiel, was wir schon in einem anderen Video uns auch schon mal angeschaut haben. Das ist der Data Memory, der Datenspeicher und da wollen wir jetzt die Daten drin verarbeiten. Wir haben an der Zelle 3 in dem Data Memory eine Zahl stehen, die wollen wir addieren zu der Zahl, die an der Stelle 1 im Data Memory steht und das Ergebnis, die Summe von beiden, wollen wir dann an die Stelle 2 in dem Data Memory schreiben. Hier das Ganze nochmal als Formel aufgeschrieben, ja, also dm von 3 in eckigen Klammern. Die 3 geschrieben, heißt einfach, der Inhalt des Data Memories an der Speicherzelle 3, also die Zahl da drin, die wir in eckigen Klammern schreiben, ist die Speicheradresse, auf die wir zugreifen. Und dann plus, das ist die Operation, die wir machen wollen, dm von 1, also das, was an der Speicherzelle 1 steht. Und das wird dann zugewiesen, dass dieser kleine Pfeil hier, ja, also der zeigt dahin, wo dann die Werte hineingeschrieben werden sollen, nämlich nach dm von 2. Da soll der neue Wert hineingeschrieben werden, eben die Summe von dm von 3 und dm von 1.
Was die Maschine nicht kann, ist jetzt diese Operation hier in einem Zyklus durchzuführen. Dazu ist das Data Memory nicht geeignet, denn wir haben hier zwei Leseoperationen und eine Schreiberoperation. Das kann das Data Memory nicht alles gleichzeitig machen. Das muss nacheinander, Takt für Takt geschehen. Und deswegen haben wir ja eine Maschine, die man programmieren kann, gebaut. Ja? Und hier sehen wir die Instruktionen, die eben dann am Schluss zu dem Effekt führen, den wir hier oben haben wollen. Zuerst laden wir den Inhalt der Speicherzelle 3 in das X-Register. Dann addieren wir auf das X-Register hinzu den Inhalt der Speicherzelle 1 und am Schluss nehmen wir dann den Inhalt von X, der dann die Summe von DM von 3 und DM von 1 enthält und speichern diesen Inhalt dann an die Speicherzelle 2 in das Data Memory zurück und dann kommt hier ganz am Ende noch ein Befehl, der dann sagt, jetzt ist es vorbei, wir können aufhören mit der Rechnerei, das Programm ist zu Ende. Und hier habe ich jetzt hingeschrieben, wie dieses Programm tatsächlich jetzt im Programm-Memory abgelegt ist. Also zum einen hier jeweils pro Instruktion 6 Bits für die Operation, dann hier weitere N-Bits. Ich habe die vorderen weggelassen, weil nur die hinteren interessant sind. Ja, die vorderen sind alle 0. Also weitere N-Bits, die dann diese Konstante C definieren. Schauen wir uns zuerst die Operation an. Also hier steht 1, 1, 0, 0, 0, 0. Die letzten drei Bits, die sagen, was die ALU macht. Die ALU hat die Operation 0. Was bedeutet einfach, dass an der Stelle Y der Wert durchgeleitet wird an das Ergebnis und das sorgt eben dafür, dass wir das, was aus dem Data Memory heraus bekommen, direkt wieder in das X hineinschreiben können und genau das soll ja diese Instruktion hier tun. Bei der zweiten Instruktion steht hier schon die Operation 001. Das ist eine andere Operation der ALU. Da wollen wir addieren. Ja, das soll ja genau dieses Plus hier ausführen. Und die anderen Bits sorgen dann dafür, dass eben an der richtigen Stelle geschrieben wird. Nämlich zum einen ist das WP immer gesetzt. Das heißt, ich will in dem nächsten Takt dann den nächsten Befehl ausführen. Wenn ich das WP, dieses Schreibbit von dem Programmcounter nicht mehr gesetzt habe, dann endet das Programm ja. Ja, das ist nur hier bei diesem speziellen Befehl am Ende ist das nicht mehr gesetzt. Ansonsten muss ich das überall setzen, damit das Programm weitergeht. Und dann haben wir hier und hier jeweils auch noch das WX gesetzt, also das Schreibbit für das X-Register, denn in beiden Instruktionen verändern wir das X. Das sehen wir daran, dass hier das X ganz links steht in beiden Instruktionen. Anders ist das jetzt hier. Hier steht nicht mehr das X, das heißt, das X soll hier nicht verändert werden. Stattdessen soll das Data Memory geschrieben werden und das sehen wir hier an diesen Bits eben. Jetzt ist das WX gleich 0. Dafür ist das WDM, also das Schreibbit vom Data Memory 1 gesetzt, denn ich möchte das Data Memory überschreiben. Wozu brauche ich denn jetzt hier diese Konstanten, die hier nochmal dargestellt sind? Also das ist ja dann die binäre Darstellung von einer 3, das ist die binäre Darstellung von einer 1, das ist die binäre Darstellung von einer 2. Ja, das sind genau diese Konstanten hier, 3, 1 und 2, die im Programm drinstehen, die Adressen, auf die ich zugreifen möchte innerhalb des Data Memories, die sind eben in C gespeichert. Bei der letzten Instruktion, dem Ende, habe ich jetzt hier gar nichts reingeschrieben. Da kommt ja auch hier in dem Befehl überhaupt keine Adresse vor. Ja, weil der Befehl ja nichts tut. Da bleibt ja die Maschine einfach stehen. Da ist es völlig egal, was jetzt hier in dem C drin steht. Da kann irgendeine Zahl drin stehen. Die wird ignoriert. Denn es kommt ja eben nur darauf an, dass hier eben vorne bei den Kontrollbits überall Nullen stehen. Das heißt einfach, dass da nichts mehr weiter passiert mit der Maschine und sie einfach stehen bleibt sozusagen. Auf diese Weise können wir jetzt also diese Maschine programmieren auf beliebige Weise. Was ein bisschen umständlich ist dabei, ist, das jetzt so als Binärzahl darzustellen. Ja, wir müssen uns merken, wenn wir ein X laden wollen aus dem Speicher, müssen wir 1, 1, 0, 0, 0, 0 schreiben. Und wenn wir dann addieren wollen, müssen wir 1, 1, 0, 0, 0 einschreiben und so weiter. Das ist ein bisschen schlecht zu merken, wenn wir dann größere Programme machen wollen, wird das sehr umständlich. Und darum ist es sinnvoll, hier etwas anderes zu verwenden als Notation, nämlich nicht diese Bits, sondern sogenannte Mnemonics, also ein Kürzel, ein Textkürzel, was uns hilft zu merken, was welcher Befehl bedeutet. Hier habe ich mal Mnemonics, wie man sie sich überlegen könnte, hingeschrieben für die verschiedenen Instruktionen der Kaffeemaschine, soweit wir sie bisher schon geschrieben haben. Also das hier oben ist der erste Befehl, den wir im Programm ja auch hatten. Wir wollen aus dem Data Memory an der Zelle C, aus der Zelle C etwas laden in das X-Register. Und weil das X-Register lädt, nennen wir es eben Lade-X-Register, abgekürzt LDX. Also Mnemonics sind sehr gerne aus wenigen Buchstaben bestehende Kürzel. Hier zum Beispiel 3 Buchstaben, jedes Mnemonic. Wir werden später noch mit 4 Buchstaben oder mit 2 Buchstaben auch noch arbeiten können. Aber das ist so das Übliche, was man verwendet bei dieser Art Notation. Also LDX, Lade, das X-Register, ist das die Abkürzung, bedeutet einfach diese Operation hier. Und was da passiert, sehen wir hier bei dem Effekt.
Dann gibt es natürlich noch die andere Möglichkeit, ich kann das, was im X-Register steht, ja zurückschreiben wollen in das Data Memory. Und das ist diese Operation hier, das war die dritte Operation aus dem Programm eben, die nenne ich dann eben STX, Store X, also speichere X ab. Und hier sehen wir den entsprechenden Opcode, den Code der Operation, wie er dann in Bits ausgedrückt ist. So, dann hatten wir eben noch die Addition, ja, die nennen wir dann natürlich add, ADD, Addition, und die addiert einfach auf das X den Wert aus dem Data Memory an der Stelle C und speichert das Ergebnis wieder in X. Und wenn wir schon gerade addiert haben, können wir natürlich auch subtrahieren und andere Operationen machen, dann werden hier eben im Opcode andere Codes für die Steuerung der ALU ausgewählt. Zur Subtraktion könnte zum Beispiel der Code 010 sein, den ich dann an CALU anlege, an die Steuereingänge von der ALU, und dann wird eben nicht addiert in der ALU, sondern subtrahiert, und dann ist der Mnemonic Code, also die Abkürzung für diese Instruktion, eben nicht mehr add, sondern sub in dem Fall, und für andere Operationen kann ich mir andere Kürzel ausdenken. Und dann hatten wir eben noch den letzten Befehl, das ist der End-Befehl, da hatten wir hier einfach hier alles 0 gewählt und die Abkürzung im Mnemonic wäre dann End. Wenn wir jetzt also diese Mnemonics verwenden, um das Programm hinzuschreiben, dann kann das so aussehen. Zuerst machen wir LDX, also lade das X-Register aus dem Speicher, und zwar Speicheradresse 3. Dann addiere zu dem X-Register den Inhalt der Speicherzelle 1 und dann speichere das Ergebnis, was in X steht, an der Speicherzelle 2 und beende das Ganze. Das heißt, das hier ist eine andere Art der Darstellung für das Programm, was ich hier hinten an der linken Seite so in Form eines Pseudocodes hingeschrieben habe. So schreibt man das hin, wenn man die Big Coffee Maschinen in Assembler programmieren möchte. Das ist so eine Art Assembler, also eine sehr maschinennahe Programmiersprache sozusagen. Jede einzelne Zeile entspricht einer Instruktion unserer Maschine, die wir gebaut haben. Prima, jetzt haben wir eine schöne Möglichkeit gefunden, wie man die Big Coffee Maschinen übersichtlich programmieren kann. Dann schauen wir uns mal an, was wir damit machen können. Bisher haben wir ja nur zwei Zahlen, die bereits in dem Speicher stehen, miteinander addiert. Wie kriege ich denn aber jetzt sowas hier hin? Ich möchte den Wert in der Speicherzelle 1 nehmen und darauf die Konstante 17 addieren, das Ergebnis nach Speicherzelle 2 schreiben. Kann ich das mit der Maschine, so wie sie hier steht, auch machen? Ja, die Frage ist, wo kommt die 17 her? Wenn ich irgendwo eine Speicherzelle habe, wo eine 17 drin steht in dem Data Memory, dann kann ich das machen. Und das ist natürlich ein Problem, denn ich kann mich im Einzelfall natürlich nicht darauf verlassen, dass es für jede Zahl, die ich in meinem Programm brauche, auch im Data Memory eine Zelle gibt, die zufällig diese Zahl speichert. Ja, ich muss es irgendwie anders lösen können, dass ich Konstanten, ja woher denn, aus dem Programm herausnehmen kann, um dann sie weiter zu verarbeiten in der Big Coffee Maschine. Das heißt, diese Konstante 17 hier, die will ich nicht in DM speichern, sondern in PM, im Programmmemory. Dieses C hier soll 17 sein können, und dann will ich das aber nicht verwenden als Adresse in DM. Hier steht ja nicht DM von 1 plus DM von 17, sondern DM von 1 plus 17. Ich will das C direkt verwenden als Operand. Ich möchte direkt, dass das C hier an das Y anliegt. Denn hier kommt ja das X hinein, wo das DM von 1 reingeladen ist. Dann möchte ich hier direkt die 17 hineinschreiben können. Das kann ich aber bei der Maschine noch nicht. Ja? Ich kann hier das 10 nur als Adresse verwenden. Das heißt, wir müssen der Maschine jetzt die Möglichkeit geben zu entscheiden, wo bekomme ich mein Y her? Also den Eingang, den zweiten Eingang für die ALU. Will ich das so machen wie bisher, dass ich es aus dem Data Memory herausbekomme? Oder will ich es anders machen? Will ich so, dass das C direkt aus dem Programm hier reingeleitet wird in das Y? Was wir brauchen, um das zu bauen, ist so eine Art Schalter. Ja? Also es muss hier irgendwie die Möglichkeit geben, entweder auf das DO zu schalten oder auf das C zu schalten und dann den entsprechenden Eingang auf das Y umzulenken. Und so einen Baustein hatten wir bereits in einem anderen Video uns angeschaut. Das ist nämlich der sogenannte Multiplexer. Hier sehen wir ihn nochmal als Beispiel. Also der Multiplexer, kurz MUX, hat zwei Eingänge, und das muss nicht jeweils Ein-Bit-Eingänge sein, sondern können N-Bits-Eingänge sein. Dann nehme ich eben mehrere von diesen Ein-Bit-Multiplexern und schalte die einfach parallel zueinander und kontrolliere die mit demselben Steuersignal C hier. Ja, das Steuersignal C entscheidet nämlich, nehme ich den Eingang A hier oder nehme ich den Eingang B, also den linken oder den rechten Eingang. Je nachdem, wie das gewählt ist, wird am Ausgang also entweder A durchgeschaltet oder eben B durchgeschaltet. Und damit man da nicht durcheinander kommt, was bei C gleich 0 und C gleich 1 passiert, habe ich hier nochmal in grün die Eingänge beschrieben. Also das ist hier der Eingang 1, wo ich das A rangeschrieben habe, der dann durchgeschaltet wird, wenn das C gleich 1 ist. Und hier ist der Eingang 0, der dann durchgeschaltet wird, wenn das C gleich 0 ist. Hier unten sehen wir es nochmal als Formel hingeschrieben.
Und diesen Baustein müssen wir jetzt in die Big Coffee Maschine einbauen. Ja, wohin denn? Ja, genau hierhin, an diese Stelle, vor den Y-Eingang der Alu. Da ist jetzt der Multiplexer, wir nennen ihn Y-Mux, weil wir später noch weitere Multiplexer brauchen werden, wenn die Maschine weiter wächst. Ja, da brauchen wir nicht nur einen Y-Mux, sondern noch verschiedene andere Multiplexer, die andere Sachen schalten können. Und dann sehen wir hier den Eingang 0 und den Eingang 1. Und 1 habe ich mit dem DO verbunden. Also das ist das, was wir bisher gemacht haben. Wenn jetzt hier also dieses Steuersignal auf 1 gesetzt ist, dann nehme ich weiterhin die Daten aus dem Data Memory. Und das Neue ist eben jetzt dieser Eingang 0. Wenn der Kontrollsignal auf 0 gestellt ist, dann nehme ich direkt das C, was hier rauskommt. Das ist ja hier der C-Ausgang und schalte ihn durch auf das Y. Dann kann ich eben auch mit der Konstante rechnen. Was ich mir durch diese Änderung jetzt also aber aufgeheizt habe, ist hier dieses neue Steuersignal, das neue Steuerbit, was ich irgendwie kontrollieren soll. Ja, wie kontrolliere ich das denn? Na, ich habe es schon rot gezeichnet, das weist darauf hin, wie ich es kontrollieren möchte. Ich möchte hier das in der Operation natürlich sagen können. Soll die Instruktion so ausgeführt werden, dass hier dieses Steuersignal 1 ist, das heißt, möchte ich weiter aus dem DM lesen, oder soll es so sein, dass es 0 ist, das heißt, ich möchte die Konstante verwenden. Das heißt, ich brauche jetzt hier bei diesem Operanden ein weiteres Bit, das wird jetzt anstatt 6 Bit, also 7 Bit groß. Ja, jetzt kommen hier 7 Bit heraus und dieses eine Bit verwende ich dann eben, um das hier zu steuern. Das ist die Steuerung vom Y, also nennen wir es mal C wie Control Y. Das ist dann also dieses neue Steuerbit CY, nennen wir das. Und wir haben jetzt plötzlich also 7 Bits in dem Operanden, weitere N-Bits natürlich für die Konstante. Und je nachdem, wie wir jetzt hier sozusagen das Bit setzen, können wir dann die entsprechenden Operationen durchführen. So, und mit dieser kleinen Modifikation habe ich die Maschine jetzt so verändert, dass sie eben auch Konstanten verarbeiten kann. Gucken wir uns jetzt nochmal die Instruktionen an. Also das sind die Instruktionen, die wir eben schon hatten. LDX, STX und so weiter. Und sehen Sie, hier ist jetzt ein neues Bit dazugekommen. Das ist eben das CY-Signal. Das ist das, was eben den Y-Multiplexer kontrolliert. Und dieses Bit haben wir jetzt hier in den Instruktionen an diesen verschiedenen Stellen hier auf 1 gesetzt. Warum auf 1? Ja, das sehen wir hier nochmal hier am Schaltplan. Weil wir, wenn wir eine 1 hineingeben an CY, eben als Eingang den 1-Eingang wählen. Ja, also in dem Fall hier kommen die Daten eben aus dem Data Memory heraus. Ich lese also DM von C aus, das ist genau das, was ich hier mache. Ja, hier steht ja weiterhin DM von C als Quelle und das bedeutet eben, ich muss CY auf 1 setzen. Wenn ich das auf 0 setze, das haben wir hier unten, ja, das ist genau dieselbe Instruktion wie hier, nur lade ich dann eben nicht DM von C, sondern nur C hinein. Und weil das eben eine andere Instruktion ist, muss sie auch eine andere Mnemonic kriegen. Also LDXC lade X, aber nicht aus dem Speicher, so wie es hier bei LDX gewesen ist, sondern lade LDX aus der Konstanten, mit der Konstanten C, die ich im Programm habe. Hier also X wird auf C gesetzt und hier kann man natürlich auch mit der Addition und der Subtraktion das gleiche machen. Das sind eben dieselben Codes wie hier oben, nur dass eben diese beiden hinteren Bits jeweils auf 0 gesetzt worden sind. Hier haben wir dann noch den Speicherbefehl und da kann ich hier setzen, was ich will. Ja, da habe ich meine 0 gelassen, ich könnte auch eine 1 schreiben, das spielt keine Rolle, weil in diesem Fall Y-Mux überhaupt nicht verwendet wird. Ja, was da die ALU berechnet, spielt keine Rolle, denn wir sind ja bei diesem Befehl hier nur innerhalb dieses Bereichs des Data Memories. Ja, also aus X kommt hier in den Data in der Wert, den ich speichern will und dann will ich speichern in DM, das WDM wird deswegen auf 1 gesetzt in der Instruktion und wo ich speichern will, das kommt hier von dem C aus dem Programm Speicher. Und was hier unten passiert, das ist völlig egal, das wird sowieso weggeworfen, ja, denn das Ergebnis, was aus der ADU herauskommt, wird ja nicht nach X geschrieben, denn der STX-Befehl verändert das X ja nicht. Da ist ja das Bit WX gar nicht gesetzt und das ist 0, das heißt, was auch immer die ALU ausrechnet, wird im nächsten Takt wieder vergessen. Sein und spielt keine Rolle. So, mit diesen neuen Instruktionen kann ich jetzt auch das Ziel erreichen, was ich eben erreichen wollte, nämlich in DM von 2 die Summe von DM von 1 und der Konstanten 17 hineinschreiben. Wie mache ich das? Na, zuerst lade ich natürlich mit dem LDX-Befehl den Inhalt der Speicherzelle 1 in das X-Register. Und dann addiere ich die 17 dazu. Und Sie sehen hier das C. Da steht nicht ADD 17, sondern ADD C 17. Das heißt, jetzt bin ich bei der Instruktion, die die 17 nicht als Adresse, sondern als Konstante verwendet. Das heißt, ich addiere die 17 drauf und nicht DM von 17. Ja, wenn ich das C weglassen würde, würde ich DM von 17, den Inhalt der Speicherzelle 17 im Data Memory, das will ich gar nicht. Ich will die 17 selbst addieren. Und das erreiche ich eben mit dem Befehl ADD C.
addiere eine Konstante, nämlich in dem Fall eben die 17, zu dem Wert, der gerade in x drin steht. Und das ist ja das dm von 1, was ich hier in dem ersten Instruktion in das x geschrieben habe. Und dann habe ich das Ergebnis dieser Summe im x-Register stehen und das speichere ich dann mit stx an die Stelle 2 in dem Data Memory und dann ist das Programm zu Ende mit dem Endbefehl. Das hier ist, wir haben es schon erwähnt, eine Programmiersprache, die man Assembler-Sprache nennt oder auch kurz Assembler. Eine Programmiersprache heißt, es ist ein Text und den Text kann man dann übersetzen und zwar automatisch übersetzen in das entsprechende Programm, was dann der Computer, in unserem Fall hier also, die Big Coffee Maschinen versteht und abarbeiten kann. Dabei ist Assembler auch der Name für das Programm, was dann die Übersetzung von der Assembler-Sprache in die Maschinensprache, also in das tatsächliche Programm, was dann abgearbeitet werden kann, vornimmt. Und wenn Sie Angst haben, dass Sie da durcheinander kommen, können Sie die Sprache auch Assembly oder Assembly Language nennen und dann eben von dem Übersetzerprogramm, dem Assembler, unterscheiden. Was die Assembler-Sprache im Vergleich zu anderen Programmiersprachen auszeichnet, ist, dass sie sehr maschinennah ist. Das haben wir eben gesehen. Jede einzelne Zeile in dem Assembler-Code ist ja eine Instruktion. Das lässt sich direkt eins zu eins übersetzen. Wir können bei Assembler alles ganz haarklein und genau bestimmen und haben dann den Prozessor komplett unter Kontrolle. Und das ist bei höheren Programmiersprachen nicht so. Bei höheren Programmiersprachen ist es so, dass man abstrakte Konzepte hat, Schleifen, Variablen und so weiter. Und dann schreibt man dort sein Programm auch als Text und lässt das dann von einem Compiler zum Beispiel übersetzen in eine Form, die dann der Prozessor abarbeiten kann. Und wie er das genau übersetzt, das bleibt dann ihm überlassen. Das kriegen wir als Benutzer des Compilers gar nicht genau mit. Da hat er verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten. Er kann das vielleicht besser machen oder schlechter machen. Und wir müssen dann eben hoffen, dass er eine möglichst effiziente Weise findet, wie er das Programm dann eben in die Maschinensprache übersetzt. Bei Assembler ist das nicht so. Da haben wir alles unter Kontrolle und müssen natürlich im Gegenzug auch alles selber machen und sind dann auch selbst dafür verantwortlich, wenn das Ganze vielleicht nicht ganz so effektiv ist, wie es sein könnte. Nun ist die Big Coffee Maschine ja etwas, was wir uns einfach ausgedacht haben für diese Videos. Die gibt es ja gar nicht wirklich, aber damit Sie sehen, dass das, was wir hier machen, nicht völlig abgehobener Quatsch ist, der in der Praxis gar keine Relevanz hat, zeige ich Ihnen mal hier ein Beispiel für ein Assembler-Programm von einem echten Prozessor, nämlich im 6502-Prozessor. Das war ein Prozessor, der in den 1980er Jahren in vielen gängigen Heimcomputern, zum Beispiel von Commodore und Atari, gesteckt hat. Und wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie, es ist genau das Gleiche, was wir gemacht haben. Jede Zeile ist eine Instruktion. Und hier in dieser Spalte sehen Sie übereinander die Mnemonics für die verschiedenen Operationen. Hier ist tatsächlich auch ein LDX-Befehl und er macht genau das Gleiche, was er in der Kaffeemaschine macht, nämlich lade das X-Register. Es gibt in dem 6502-Prozessor eben auch ein X-Register und auch ein A-Register. Ja, LDA heißt lade den Akkumulator, das ist das Register Nummer A, mit einem Wert. Ja, und dann sehen wir hier aber, das ist ein bisschen anders als bei uns, da steht dieses Doppelkreuz und eine Zahl dahinter. Und das ist das, was wir mit LDXC gemeint haben. Also hier LDX und dann Doppelkreuz 8 würden wir in der Big Coffee Machine mit LDXC 8 übersetzen. Da ist also gemeint, lade die 8 als Konstante, als Zahl, deswegen hier dieses Nummernzeichen, ja, und nicht als Adresse. Adressen gibt es hier auch, ja, also wenn hier nicht das Nummernzeichen stehen würde, sondern nur eine Zahl, dann würde das als Adresse verwendet werden. Nur hier hat man schon ein Feature verwendet, was wir jetzt auch in Zukunft verwenden werden, nämlich wir werden die Adressen im Data Memory nicht mehr tatsächlich mit Nummern hinschreiben, sondern wir werden ihnen Namen geben. Ja, hier zum Beispiel TMP ist ein Name für eine Adresse im Speicher. Dieser Befehl hier strtmp heißt also so viel wie speichert den Inhalt des Registers A in Speicher und zwar an der Adresse TMP. Und was jetzt genau TMP für eine Zahl ist, können wir an anderer Stelle im Assembler-Code genau spezifizieren oder wir können auch dem Assembler selbst überlassen, da gängige Orte für zu finden, wo er die Daten speichern möchte. Und das Gleiche können wir hier auch machen. Wir können sagen, ja, wir wollen an einer Speicherzelle B das Ergebnis von dem Inhalt der Speicherzelle A plus 17 schreiben. Ja? Anstatt hier also Zahlen einzugeben, können wir solche Variablen dann verwenden. Und die Variablen stehen an der Stelle aber nicht für die Inhalte, sondern für die Adressen. Ja? Und dann können wir genau hier statt 1 und 2 eben A und B schreiben. Und das macht den Code dann vielleicht ein bisschen übersichtlicher.
Nochmal zurück zu unserem 6502 Assembler-Programm. Sie sehen hier hinter dem Semikolon hat der Programmierer noch ein paar Kommentare dazu gesetzt, einfach in den Text, damit man weiß, was passiert. Das gehört sozusagen nicht dann zu dem, was tatsächlich übersetzt wird zum Code. Wichtiger sind diese Wörter hier vorne, das sind nämlich sogenannte Sprunglabels. Da werden wir uns auch im nächsten Video noch mit beschäftigen und da kann das Programm nämlich hinspringen, wenn es Sprünge hat. Hier zum Beispiel BCC ist ein solcher Instruktion, die einen Sprung durchführen kann. BCC heißt Branch if Carry Clear. Also wenn bei einer Addition zum Beispiel der Übertrag nicht gesetzt ist, dann macht er den Sprung hier, dann springt er zu NoAdd und NoAdd ist dann diese Stelle. Das heißt, dann würde er mit diesem ASL-Befehl fortfahren. Und hier unten haben wir einen anderen Sprungbefehl. Der springt dann wieder zurück in das Programm und führt dann diesen Teil wieder aus, bis er hier unten wieder hinkommt, dann wieder zurückspringt, solange bis dann irgendeine Bedingung erfüllt ist und das Programm durchgelaufen ist. Der 6502 ist ein relativ einfacher Computer. Wenn Sie das vergleichen mit einem zeitgenössischen Computer, zum Beispiel mit so einem Intel x86 Prozessor, den Sie eventuell in Ihrem Notebook oder in Ihrem PC haben, dann sehen Sie, das ist schon relativ viel komplexer, was man da machen kann. Hier sehen Sie die Liste von allen Mnemonics der Befehle, die es bei einem solchen Intel x86 Prozessor gibt. Das kann man jetzt kaum lesen, weil ich so klein schreiben musste, dass alles auf eine Seite passt. Es sind über 1000 verschiedene Befehle, die man dann aber noch zusätzlich mit verschiedenen Adressierungsarten kombinieren kann. Also man kann zu einem Befehl zum Beispiel dann tatsächlich die Adresse angeben, wo er dann einen Wert liest, oder man kann den Wert, den man dann übergibt, noch verrechnen mit dem, was in einem anderen Register drin steht und so weiter. Sich in dieser Menge von verschiedenen Instruktionen zurechtzufinden, ist also relativ kompliziert und komplex und deswegen spricht man in dem Zusammenhang auch von CISC, von Complex Instruction Set Computer, da ist der x86 sozusagen ein Standardbeispiel dafür. Und es hat natürlich auch große Vorteile, viele Instruktionen zu haben, denn dann hat man eben für die verschiedenen Anwendungen immer einen spezialisierten Befehl, der genau das kann, was man machen will. Und prinzipiell heißt das, dass die Programme auch kleiner werden und das Ganze vielleicht auch effizienter sein könnte. Stellt sich heraus, das muss aber auch nicht so sein. Es kann sich auch lohnen, den sogenannten RISC zu benutzen, ein Reduced Instruction Set Computer. Da ist ein Beispiel, zum Beispiel dieser ARM-Prozessor, den viele von Ihnen vielleicht in Ihren Mobiltelefonen haben. Das R in ARM steht für RISC, ja, also für Reduced Instruction Set Computer. Und bei RISC geht es darum, dass man eben nicht eine riesige Menge von Instruktionen unterstützt, sondern eben nur eine kleine Menge von Instruktionen, die aber immer natürlich noch mächtig genug ist, um alles machen zu können, was man mit dem Computer machen kann. Diese wenigen Instruktionen dann aber so zu optimieren und so schnell zu machen, dass dann nachher insgesamt der Ablauf des Programms möglichst optimiert wird. Und das funktioniert in der Praxis relativ gut, und zwar so gut, dass inzwischen auch die x86-Prozessoren unter der Motorhaube im Grunde auch RISC-Prozessoren sind. Ja, also die komplexen Befehle, die von außen herangetragen werden an die Maschine, werden dann übersetzt in kleine Programme eines RISC-Prozessors, der dann darunter dann die Aktion tatsächlich ausführt. Soweit, so gut. Die Maschine haben wir jetzt ein bisschen erweitert. Wir werden mit der gleichen Methode, nämlich mit Einfügen von Multiplexern, die Maschine auch weiter erweitern in den nächsten Videos. Und der nächste Schritt wird sein, dafür zu sorgen, dass das Programm ein bisschen interessanter gestaltet werden kann. Bisher wird ja immer eine Instruktion nach der anderen abgearbeitet. Und das reicht uns natürlich nicht. Wir wollen ja vielleicht auch Sprünge drin haben. Wir wollen vielleicht Schleifen drin haben, die denselben Code mehrfach ausführen. Wir wollen vielleicht auch Prozeduren haben, die wir anspringen und die wieder zurückkommen. Das heißt, wir wollen irgendwie etwas Schlaueres haben als dieses plus 1 hier. Wir wollen auch die Möglichkeit haben, das Programmregister, den Programmcounter, auf einen anderen Wert zu setzen. Das heißt, hier muss irgendwo noch ein Multiplexer rein, und wo genau und wie wir den steuern, das klären wir im nächsten Video.